Hallo. Hallo. Wir sind's. Piranhas, zwei von denen. Und wir reden heute über ganz wichtige Sachen. Über Weicheier. Ach so, Weicheier. Nee. Your own choice, richtig. Also der. Ja, Einleitung verkackt, wie immer. Ne? Nein, was ich sagen wollte ist, Weicheier gehen ja immer auf Nummer sicher, oder? Das ist aber wirklich eine starke Philosophiefrage. Ja. Also wenn man auf Nummer sicher geht, heißt das ja nicht automatisch, dass man ein Weichei ist. Okay. Das kann es auch bedeuten, aber in der Regel ist es eigentlich aus meiner Sicht etwas anderes. Ja. Und zwar sowas wie Idealismus. Das heißt, die Eigenverantwortlichkeit, ja, für das Spiel, idealen Weg zu finden, dass wir als Entwickler dem Spieler überlassen, ne, weil er eigene Entscheidungen treffen möchte. Darum geht's, ja? Ja. Okay. Ja, wir haben auf jeden Fall weniger als 100 Leute mal gefragt, sag mal, lädst du noch mal neu, wenn eine Entscheidung, Situation nicht deiner Vorstellung entspricht? Oder lebst du einfach mit den Konsequenzen, so wie das so ist, ne? Heißt nochmal laden oder damit leben. Hast du jetzt die Wahl getroffen? Lebst damit? Oder bist du Weichei und sagst, ich lade da nochmal. Ich tue so, als wäre es nicht gewesen. Mhm. Und die haben Folgendes gesagt. Durch Spiele wie Life is Strange habe ich mich zum Beispiel damit abgefunden, dass ich Entscheidungen nicht zurücknehmen kann, auch wenn ich es super gerne mache. Ich bin dann jemand, ich spiele dann auf dem Spielstand tatsächlich auch komplett zu Ende und würde dann nochmal neu starten, um dann die entgegengesetzte Entscheidung zu wählen? Wenn man das kann, tue ich es tatsächlich, ja. Also Mass Effect 1, als mein Krogan, als der gestorben ist, das konnte ich nicht. Da bin ich nochmal komplett weg und habe dann mich da irgendwie hochgelevelt, dass ich den retten konnte. Das fand ich zu hart. Ja, ja. Warum? Weil ich mich sonst zu sehr ärgere und auch nicht gut genug bin manchmal. Eigentlich lade ich dann doch öfters mal neu, wenn ich dann so merke, oh shit, das ging jetzt komplett in die falsche Richtung. Nicht immer, manchmal denke ich mir so, okay, das ist jetzt doof gelaufen, aber wird jetzt nicht das ganze Spielgeschehen durcheinander bringen. Na, es gibt ja Spiele, die es darauf anlegen, dass keine Entscheidung so richtig gut ist. So Walking Dead oder sowas. Da finde ich das dann okay. Da geht es dann auch darum, dass ich damit leben muss, was ich da gerade gemacht habe. Aber wenn es um so eine gewisse Optimierung geht, wo ich weiß, okay, meine Spielerfahrung wird wahrscheinlich für die nächsten 10 Stunden nicht mehr so geil sein, weil ich jetzt leider das gemacht habe, dann versuche ich nochmal neu zu laden. Teils, teils. Wenn sie mir jetzt so richtig auf den Keks gehen, lade ich auch schon nochmal neu. Nee, dann lebe ich mit den Konsequenzen. Also da nach dem Motto, du hast es so gewollt und jetzt durch. Es ist aber auch so, dass ich finde, wenn Spiele das bei einem auslösen, dass man so hart eine falsche Entscheidung an so einer Stelle treffen kann und das dann auch merkt und der Spieler dann auch die Möglichkeit hat, das nochmal neu zu laden, dann ist da vielleicht auch im Spieldesign irgendwas nicht ganz so richtig. Es gab aber zum Beispiel letztens allein jetzt schon in Cyberpunk Stellen, wo ich wusste, oh shit, das Ende wird dann total verkackt. Und habe dann echt nochmal neu geladen, weil ich wusste, nein, so kannst du das nicht lassen. Das habe ich dann nicht akzeptiert. Üblicherweise lebe ich mit den Konsequenzen, auch wenn sie mir überhaupt nicht gefallen. Die einzige Ausnahme davon ist, es gab schon Spiele, bei denen die Antwortmöglichkeiten einfach nicht, also man überhaupt nicht einschätzen konnte, was bei der Antwort gesagt wird. Also was genau dann quasi die Konsequenz sein wird oder was der Charakter sagt. Ja, da stand dann immer nur ganz kurz irgendwas. Und wenn das dann dazu führte, also einfach, dass das Verständnis für die Antwort fehlte und ich dann diese genommen habe und das zu einem wirklich katastrophalen, also eine völlig andere Richtung ging, als ich erwartet habe, dann kam das schon mal vor. Aber im Normalfall lebe ich mit den Konsequenzen. Ja, Weichei ist auch so ein bisschen hart, ne? So, ne? Das ist so ein Urteil, was so ein Entwickler hier, der Glatzkopf da jetzt so rauspustet, ne? Aber fühlt sich das nicht so an, als hätte man versagt, wenn man sowas macht? Das ist ja aber auch das Gemeine. Ja. Je nachdem, wie es einem verkauft wird, hat man da auch unterschiedliche Chancen. Mhm.
Gestern haben wir uns noch so ein Spiel angeguckt irgendwie. Also nicht selber gespielt, sondern im Fernsehen gesehen. Da ist so irgendwie Save the Girl, ja. Mhm. Da läufst du mit so einem Figürchen durch die Gegend und musst dann entscheiden, ha, was hilft dir denn jetzt irgendwie? Random Lösung 1 oder Random Lösung 2. Und wenn du Glück hast, hast du dann das Richtige geklickt. Ja, sie steht vor einer Balustrade vom Abgrund, vor dem Meer so. Und dann kannst du dir entweder die Maus klicken an, ne, oder auf den Rettungsring. Selbstverständlich, im Meer benutzt man eigentlich einen Rettungsring, um sich zu retten. Nein, das Mädchen braucht die Maus, damit sie möglichst weit springen kann und dann landet sie auf dem Floß. Das ist natürlich absurd, ja. Aber irgendwann sollte man zumindest wissen, wie dieses Spiel funktioniert. Und dann sollte man gucken, ah, jetzt müsste man eigentlich... aber das Spiel ist an einigen Stellen ziemlich random. Es ist ja auch nicht immer das Gegenteil von sich selbst, sondern nur manchmal. Nur manchmal. Und dann, wenn man das jetzt irgendwie überträgt auf zum Beispiel größere Rollenspiele, dann kann dir das halt auch passieren. Das heißt, es gibt Spiele, fängt schon an mit dem Text, der da steht. Also, wenn ich etwas sagen möchte, also ich bin eine Figur in einem Rollenspiel und ich habe eine Choice, also eine Auswahlmöglichkeit im Dialog, steht dann der Satz da, den die Figur auch wirklich sagt. Ne? Das versuchen wir immer zu gewährleisten, dass du weißt, was sagt meine Figur denn jetzt wirklich? Oder steht das zum Beispiel verkürzt da oder dreimal übersetzt? Und jeder Faktor beeinflusst halt, was er sagt. Also wenn du zum Beispiel einen Übersetzungsfehler mit drin hast, eine falsche Interpretation oder sowas, kann das schon zu einer falschen Annahme führen und eine Verkürzung auch. Das heißt, du glaubst, er sagt das und das, aber in Wirklichkeit hat er was ganz anderes gesagt. Und dann ist das eine falsche Annahme. Und so etwas würde mich zum Beispiel sehr schnell dazu veranlassen, nochmal neu zu laden. Nicht, weil ich selbst eine Entscheidung getroffen habe, mit der ich nicht leben will, sondern weil ich eine Entscheidung getroffen habe, von der ich dachte, sie ist da und sie war gar nicht da. Und das ist eine andere Situation. Das ist immer das Problem bei Dialogsystemen, die nur ein Wort benutzen. Zum Beispiel. Als Choice. Die kann man überinterpretieren, falsch interpretieren. Dann muss man sich daran orientieren, okay, oben, links, rechts oder wie auch immer, ja, welche Antwort will ich jetzt? Gibt's, ne? Und das ist meistens immer unten böse, oben gut oder irgendwie sowas, dass man dann so raten kann, wie ist das jetzt, ne, kann ich diese oder jene Choice benutzen? Ja, ist schwierig, ist schwierig. Ne? Also mit dem Hint, dass man links immer sarkastisch, rechts meistens ziemlich herausfordernd, oben fragend und unten zustimmend, ist bei Bethesda, bei Fallout 4 so. Mhm. Ja, da steht manchmal nur ein Wort und dann weißt du genau, wie du damit umgehen sollst. Aber das ist halt ein bisschen, wir finden das schwierig, weil du musst auch immer irgendwie alle anbieten und das macht die Dialoge dann auch sehr hölzern. Ja, und manchmal möchte man was anderes anwählen einfach. So, ne? Und dann möchte man halt ein bisschen irgendwie den Dialogfluss anders gestalten. So, dann ist man ein bisschen freier, als wenn man so ein starres System nimmt. Ne? Ist auch mal so ein Ding. Dann gibt es diese Situationen typisch in Spielen. Irgendwie, mir fällt jetzt zum Beispiel ein, so ein Spiel, was sehr stark darauf aufbaut, ist, wie heißt dieses Spiel nochmal? Ich habe jetzt Destroy All Humans im Kopf, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Auch irgendwas mit D. Nicht Destiny, nicht Destroy, sondern... Dishonored? Nein, dieses Spiel, auch eher Sci-Fi mit den Robotern, wo ich im Dialog sehr viele Entscheidungen fällen kann. So ein Fahrenheit-Ding. Detroit. Detroit, genau. Mhm. Detroit Become Human und nicht Destroy All Humans. Schön. Genau. Das ist so ein Spiel, da entscheidest du dich tatsächlich für eine Sache. Du weißt aber nicht, wann und wie sie eine Auswirkung hat. Das heißt, in vielen Spielen hast du quasi eine Wahl getroffen oder hast einer Person vertraut oder, ne, und später her stellst du dann fest, so ähnlich wie im wahren Leben halt, der hat dich total verarscht. Oder du hast gedacht, du tust was Gutes, aber es hatte dann später was Schlimmes zur Folge. Hm. Dann kann man auch sehr unglücklich sein mit seiner Entscheidung, aber man hat sie trotzdem bewusst getroffen. Und das ist natürlich schwierig, je nachdem, wie gemein das Spiel auch an der Stelle sein will. Ja, dass du, hatte ich eine Chance, es zu erkennen? Habe ich nur nicht gut genug aufgepasst? Oder hatte ich diese Chance am Anfang gar nicht? Müsste ich das Spiel ein zweites Mal spielen, um das überhaupt erkennen zu können? Und wie lange liegen Auswirkungen und Wahl auseinander? Das heißt, wenn ich irgendwie 3 Stunden spiele und merke dann, Mensch, ich habe jemanden über die Klinge springen lassen aufgrund meiner Entscheidung und merke das erst, will ich jetzt wirklich die 3 Stunden nochmal spielen?
Na, ist schwierig. Gibt dann aber das Gefühl, dass es wichtig ist, was man tut bei so Choices. Mhm. Wenn man nämlich einfach locker durchspielt und irgendwie nie die Konsequenzen spürt oder das Gefühl sich breit macht, ist eigentlich egal, was ich hier mache, ja, es kommt sowieso irgendwie dasselbe hinten raus, ja, dann ist das natürlich eine andere Art von Spiel und wir bevorzugen natürlich so die Konsequenzen. Mhm. Ja? Wir möchten gerne, dass das Spiel auch Konsequenzen hat, dass dann auch am Ende des Tages tatsächlich irgendwie Relevanz hat, was man tut. Mhm. Ja? Und zwar Punkte, die man bekommt, Beziehungen, die man führt, Dinge, die passieren in der Welt. Ja, das soll schon Konsequenzen haben und soll irgendwie das widerspiegeln, was ich selber entschieden habe. So, ne? Und dass man halt in dem Moment, wo ich halt eine Choice habe, also das heißt so ein Dialog, Choice geht auf, ne? Und dann muss ich mir überlegen, was antworte ich dem jetzt? Hm. Und wenn es schwierig ist, eine Antwort zu finden, dann haben wir das Gefühl, einen guten Job gemacht zu haben. So, mhm. Ja, das heißt, wenn der Spieler darüber nachdenken muss, was lehre ich denn jetzt hier an? Will ich das jetzt? Eigentlich ist der Typ mir egal, aber dann ist das gut, dann ist das Spiel gut, weil du dann tatsächlich irgendwie dich damit beschäftigst und weil du den Charakter, der vor dir steht, dann ernst nimmst. Und es nicht beliebig ist, was du tust. Ja, weiß ich schon. Ja. Das ist schlecht. Mhm. So, ja. Das hat mit Joysticks mehr zu tun. Das ist Dialoge wegklicken, weil man keinen Bock mehr drauf hat. Mhm. Es gibt Spiele, bei denen ist das so, aber da geht's auch meistens um andere Dinge. Mhm. So, ja. Da braucht man die Dialoge nicht unbedingt sich durchlesen. Wenn man Bock auf die Hintergrundgeschichte hat, ist das okay. Aber die Konsequenzen sind nicht so schwerwiegend. So, ja. Dass man irgendwas geklickt hat und auf einmal passiert irgendwas, irgendwer stirbt und du weißt nicht warum. So, ja. Wir finden die Art Spiel besser, wo es tatsächlich Auswirkungen hat. Mhm. So, ja. Deswegen mag ich auch Bethesda-Spiele so, mhm. ne? Weil die halt das bieten, so, ne? Diese Moral. Oder zumindest, dass du es nicht weißt und dir niemals sicher sein ja. kannst. So, dass du zu jedem Zeitpunkt das Spiel ernst nimmst, ja. ne? Und so ein bisschen Respekt davor hast, eine Entscheidung zu fällen oder sie vielleicht auch nicht zu fällen. Mir fällt da so ein schönes Beispiel ein. Bei Deus Ex Human Revolution das Tutorial war so gemacht. Mhm. Ne, da hast du das Spiel erstmal überhaupt nicht so richtig ernst genommen. Und im Tutorial ging es darum, Achtung Spoiler, du musstest quasi eine Menschengruppe retten und das Spiel hat dir gesagt, beeil dich. Und das kennt ihr alle irgendwie gerade in Rollenspielen, man sagt ständig irgendwie, ja, beeil dich, da musst du aber irgendwie hier, ne? Du hast nicht viel Zeit irgendwie. Ja, das ist eine ludonarrative Dissonanz, ich kenne mich ja aus. Ja, genau, ne? dann wirst du erstmal stundenlang rumprötteln und so. Oh. Und bei diesem Tutorial war das halt so, wenn du zu spät kamst, waren die halt tot. Du musstest dich tatsächlich beeilen. Ja. Und damit haben viele Spieler nicht gerechnet. Wir auch nicht. In dem Fall haben wir das erste Mal, dann sind wir dann angekommen und haben gedacht so, ach du Kacke, das wollten wir überhaupt nicht so. Wollten wir nicht, sind darauf reingefallen, ja. haben nochmal neu geladen. Das wollten wir so nicht akzeptieren, das haben wir nochmal gespielt. Jetzt hat er es gesagt. Mhm. Ja. Ja. Ne? Normalerweise spiele ich so nicht. Mhm. Aber in diesem speziellen Fall fand ich es doof. Mhm. So, ja. Also nicht doof, das Spiel, das, was das Spiel gemacht hat, war super. Mhm. Brillant. So, ja. Weil es auf mit einem Mal dir gezeigt hat, du mal, was du hier machst, wir beobachten dich. So, du musst hier schon aufpassen, was du machst, mhm. sonst passieren hier Dinge. Und das war gut. So, ja, das war gut gemacht. Mhm. Hab mal halt nochmal geladen und dann, okay, beim nächsten Mal nehme ich es ernst. Und danach kam so eine schwerwiegende Situation so nicht mehr wieder, aber du hast auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Ja. So, ne? Du bist drin. Und du bist drin. So, das haben die hingekriegt. Das haben wir bei Deus Ex sowieso immer gemacht, solche Dinge. Sehr gerne. Fand ich auch immer sehr toll. Ja, wenn man eine Wahl getroffen hat oder wenn man jetzt irgendwo reingerannt ist, unvorbereitet, zum Beispiel nicht sich vernünftig irgendwie mit Heiltränken eingedeckt hat oder irgendwie die falsche Wahl, ich wollte doch die Waffe wechseln und dann drauf geht. Ach scheiße, wollte ich doch machen. Ach, wie lange ist denn der letzte Save her? Oh, Viertelstunde. Das ist doof. Das findet man doof. Ist auch nicht mehr modern. Modern ist irgendwie, ja, du kannst an einer fairen Stelle, so sagt man immer, fairer Control Point oder fairer Safe oder so, höre ich sehr häufig, dass Leute das sagen. Hm. Da ist es aber fair, super. Da muss man halt noch ein bisschen was machen, aber es dauert nicht länger als irgendwie 2 Minuten, bis man wieder da an dem Punkt ist. Hm. So, weil man nicht aufgepasst hat, oder 3 Minuten oder irgendwie sowas. Und das ist auch exakt genau die Zeit, ja, 3 Minuten, die wir eingestellt haben, bevor wir einen Autosave machen. Die Standardeinstellung. Die Standardeinstellung, mhm. neuerdings. Früher hatten wir das nicht. Ja. Früher hatten wir irgendwie, wenn er nach 3 Minuten saved, dann kann er irgendwie das Spiel kaputt safen.
weil wir nämlich dafür Sorge tragen mussten und uns explizit wirklich damit auseinandersetzen, wo an welcher Stelle darf ich jetzt speichern und wann nicht. Wann absolut ums Verrecken nicht, bevor da kann ich nämlich irgendwie komische Effekte, wenn ich irgendwo in einen Dialog hinein speichere zum Beispiel, kriege ich die Sachen, okay, du hast diese Quest jetzt geschafft nicht oder sowas, ja, dann kannst du dir da mit Plotkiller einheimsen oder du hast wichtige Informationen nicht gehört, der Dialog müsste sich eigentlich nochmal wiederholen und dann mitten, also im Dialog speichern ist verboten, so. Für jeden nachvollziehbar. Also erstmal, ne, so, und dann darf ich wieder speichern, gibt's ja so. Ich bin draußen, alles klar, ne, oder in einem Kampf kann ich nicht speichern. Im Sterben sein. So, es gibt Spiele, da darf man im Kampf nicht speichern, ne, du kannst hier nicht schnell reisen, du kannst hier nicht speichern, gibt's ja, wisst ihr selber, so, ja. Und da mussten wir erstmal Sorge tragen für, dass das funktioniert, dass wir tatsächlich auch so eine Situation haben, wo du nicht irgendwie dann lädst und dann, dann fällst du durch den Boden oder so, das ist halt so, muss man halt machen. Hatten wir früher nicht. Wir hatten vor in der Welt so Triggerzonen, wo der gesaved hat. So, ja? Sehr gut dass man halt irgendwie, während die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Spieler am Exploren ist und nicht im Dialog sich befindet oder in irgendwelchen komischen Situationen, die man nicht kontrollieren kann. Das heißt, wir haben die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass irgendwas Komisches passieren kann, indem wir Triggerzonen in die Welt gesetzt haben. Und wenn er da durchgelaufen ist, und dann auch zum Safen ready war, also bereit war, ne? So nach 3 Minuten zum Beispiel oder irgendwie nach einer wichtigen Story-Klamotte, die passiert ist zum Beispiel. Oder kurz vor das Betreten einer Höhle. Dann haben wir ein Autosave gemacht. Das haben wir händisch gemacht früher. Ich kann mich noch erinnern, dass ich bei Risen 1 habe ich diese Dinger vor jede einzelne, da habe ich das Spiel gespielt und erst getestet und anschließend geguckt, wo sind wichtige Situationen in der Hauptgeschichte. Ja. Und vor jede, ne, keine Ahnung, zum Beispiel Kampfplatz und Bronco, da läufst du einmal durchs Triggerfeld. Risen 1, ja. Genau. Und jede Höhle und jede, wo du irgendwo reingehst, irgendwie. Ne, da, wo der Spieler auf jeden Fall mal wahrscheinlich durch muss, da hat er dann gesaved. Ist ja nicht zwingend notwendig, aber es ist irgendwie eine Komfortfunktion. Mhm. Wenn man an einer falschen Stelle speichert, kann man auch ein Spiel kaputt speichern. Zum Beispiel irgendwie in einer miesen Situation. Ja? Gibt Spiele, die wirklich alles abspeichern. Auch wenn du in dem Moment speicherst, während die Granate gerade vor deinem Gesicht erscheint ja, und explodieren möchte, aber du hast nur noch so viel Lebensenergie. Das Safe kannst du eigentlich wegschmeißen. Das ist im Arsch. Ja, stell dir vor, irgendwie, du bist in Elex irgendwie und hüpfst irgendwie von so einem Felsen, dein Jetpack geht leer und das Ding speichert. Ja. Ne? Solche Dinge, ja. Das heißt, das ist eigentlich dann ein kaputtes Safe-Game, weil du kannst da eigentlich nichts mit tun. Jetzt sei denn, ne, also es geht nicht mehr. So, du stirbst, du weißt das. So, solche Dinge, das versuchen wir zumindest zu vermeiden, dass man das vollends nicht komplett wegkriegt. Ist auch klar. Ist halt ein komplexes Spiel. Irgendein Safe, das ist halt dann irgendwie und halt so eine komische Situation. Daran merkt man auch, woran man überhaupt alles denken muss, irgendwie, wenn man sowas einbaut. Ja. In dem Fall, glaube ich, war die Lösung, wenn du neu lädst, ist das Ding halt wieder voll. Ich meine, so wäre es gewesen. Weiß ich gar nicht. Würde es jetzt auch nicht beschwören. Nein, aber wir haben auf jeden Fall sehr viel Arbeit investieren müssen, um solche Edge Cases da irgendwie zu umgehen. Weil selbst wenn man sowas immer macht, dann bist du immer voll und so, da kannst du dich ja durch Laden safen. Ja, auch wieder so. Sowas. Ja, ach, das ist, also, das wird dann auch vorgeworfen. Guck mal hier, das ist ein Exploit, so, ne. Das ist einfach so, so kann man das alles irgendwie. So. Und was ist jetzt schwerwiegender? Ein Safe Game zu haben, wo ich in der Luft hänge, scheiße, platsch, ja. Oder irgendwie sowas, ja. Das muss man sich dann immer irgendwie, muss man gut raten. So. Ja? Und manchmal sagen die Leute dann auch, während das Spiel dann schon auf dem Markt ist irgendwie, das ist aber kacke. Macht das mal weg und dann macht man es, dann patcht man es nochmal weg, weil zu viele Menschen das stört oder solche Dinge, kann schon passieren. So, das liegt an solche komplexen Sachverhalte, dieses einfach nochmal laden wollen. Na, das ist eine Philosophiefrage. Es gibt auch Leute, die Permadeath spielen, hatten wir auch schon mal. Ne? Da hatten wir auch über ähnliche Themen gesprochen, aber da geht's halt darum, um die Herausforderung. Und hierbei geht's um die nackte Mechanik. Ja, dass man tatsächlich irgendwie mit seinen Konsequenzen leben möchte. So, oder nicht. So, ja. Die Wahl der Gilde zum Beispiel, der man beitritt, ist auch so ein Ding. Wir sagen, das hat
schwerwiegende Konsequenzen für den Rest deiner Laufbahn in dem Spiel, was auch sehr früh schon passieren kann, wenn du dich sehr früh dafür dazu entscheidest, einer Gilde beizutreten, dann hat das halt die entsprechende Konsequenz. So, und es gibt aber unheimlich viele Spiele, ich glaube die meisten, die reizen erstmal die ganzen Sachen so weit aus, bis sie dann so ein Safe Game haben, wo sie sich dann frei entscheiden können. Mhm. So, okay, jetzt entscheide ich mich. Jetzt kann ich nichts mehr spielen, ohne dass ich mehr Gilde beitrete. Und dann spielen die weiter. Dann spielen die aber dann irgendwie die Welt leer. Mhm. So, ja. Und dann gab es dann auch die Kritik sehr häufig so. Ja gut, aber dann habe ich der Gilde beigetreten. Dann habe ich hier bumm, 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 dies, das und dann bumm, dann war das Spiel fast schon zu Ende. Ja, aber so habt ihr dann auch gespielt. Mhm. So, ja. Gut, beim nächsten Mal, ne? Gucken wir mal, wie wir damit umgehen, weil wir wissen ja jetzt, wie Menschen spielen. So, gerade an der Stelle ist das so, ich spiele die Welt leer und danach erwarte ich das nochmal so viel, weil ich mich jetzt eine schwerwiegende Situation. Das ist natürlich so ein Ding, muss mal gucken, wie viele Stunden habt ihr dann gespielt. So, ja, und wie viel Choices habt ihr da bis dahin dann gemacht und so weiter. Und ist das dann auch tatsächlich, hat es die Welt dann dahingehend so beeinflusst, dass man sagt, okay, ich kann damit leben oder ich kann damit nicht leben. Mhm. Weil dieses Safe Game, was ihr euch dann damit erzeugt, da könnt ihr ja auch mal einen anderen Weg einschlagen. Und es gibt Leute, die auch so spielen, die auch gerne so spielen. Solange das rauszögern, bis man sagt, okay, gut, jetzt ich muss ja auch wissen, wie die alle drauf sind. Das ist ja auch völlig valide. Das muss das Spiel können. Diese Entscheidung wird ja meistens auch als eine der schwerwiegendsten empfunden, weil es halt so eine Unumkehrbarkeit suggeriert. Ja. Und, oder auch ist. Ja, ist und ja. Das bedeutet im Grunde genommen, dass viele Leute zum Beispiel sagen, ich habe das Spiel dreimal durchgespielt irgendwie, beispielsweise. Und die haben dann aber genau diesen Safe-Game genutzt, um dann diese Entscheidung zu fällen. Und die Choices, die vorher im Spiel genutzt wurden, damit leben sie dann halt tatsächlich einfach. Weil da diesen Riesenhappen dann nicht nochmal von vorne spielen. Und diese unterschiedlichen Gilden aber mitnehmen wollen und natürlich dann auch mit derselben Grundvoraussetzung dann in die Gilden gegangen sind. Und andere sagen, nein, dann möchte ich aber auch von vornherein so spielen und auch vorher schon andere Entscheidungen fällen. Es gibt Spiele, die machen sich's einfach. Da kannst du dir das von vornherein irgendwie die Charakterklasse zusammenklicken und dann kriegst du halt die Geschichte von diesem Charakter. Mhm. So, ne? Da haben wir die freie Wahl nicht. So, ne? Im Nachhinein. Mhm. So. Und da muss ich mir vorher überlegen, was ich spielen will. Führt dazu, dass ich es vielleicht mehrfach spiele und vielleicht dann nochmal lade und sage, nee, jetzt den finde ich aber doof. Hab mich voll verskillt, ist eigentlich gar nicht, ich mag lieber die anderen. Gibt Vor- und Nachteile dabei. Ne? Ja. Da können wir auf jeden Fall nochmal eine Sendung drüber machen, weil offensichtlich ist das schon sehr, gerade mit den Choices und der eigenen Wahl und so, ist alles sehr, sehr sehr, sehr schönes Thema auf jeden Fall. Und das ist eine Sache, die uns sehr wichtig ist. Konsequenz. Hast du eine Community-Frage? Ja. So, also. Die Frage ist, wie viele Bewerbungen bekommt ihr eigentlich so im Jahr? Und ist es schwierig für euch, an qualifizierte Mitarbeiter zu kommen? Ja, also wir kriegen sehr viele Bewerbungen im Jahr, sehr viele. Und qualifiziert ist so ein Wort, das wird dem irgendwie nicht so wirklich gerecht, weil qualifiziert sind viele, aber sie müssen auch ins Team passen, ne? Und irgendwie den Blödsinn mitmachen wollen, den wir machen. So, ne? Und das ist halt nicht selbstverständlich, das ist schwierig, ne? Wenn wir konkret suchen und dann auch Kandidaten finden, dann sind wir meistens bei dem Kandidaten, der am besten zu uns passt. Ja. Nicht unbedingt der am meisten kann, so, ja, oder am versiertesten ist in diesem Thema oder so. Ja, sondern das geht halt irgendwie, wer passt am besten zu uns, wer passt zu dieser Art Spiele, möchte jemand uns komplett irgendwie umkrempeln oder hat er vielleicht irgendwie eine andere Philosophie, ne, wie er denkt oder sowas, ne? Das ist halt schon schwierig. So, das muss man dann sehen. So, er muss zu uns passen. Wir sind schon sehr speziell mit unserer Art, Spiele zu machen. Das muss man einfach wissen, ne?
Dazu kann man auch sagen, dass je nach Bereich, also wenn jetzt irgendwo eine Stelle frei wird, trudeln halt auch unterschiedlich viele Bewerbungen ein aufgrund des Bereiches, der gerade sucht. Ja, ich würde einfach mal sagen, im Bereich Game Design zum Beispiel wird seltener gesucht und da würden sich die meisten drauf bewerben, weil jeder der Meinung ist, ach, Game Design, das ist ja irgendwie, kann ich. Oder Story Design. Oder Story Design. Mhm. Und selbst bei so Bereichen wie Level und Art bewerben sich in der Regel noch recht viele Leute, weil viele mit Figuren oder mit verschiedenen Programmen, die öffentlich zugänglich sind, sich schon auskennen und dann Grundlagen mitbringen und sagen, gut, das reicht, ich glaube, ich traue mich. Und gerade im Programmierbereich, Gameplay-Programmierung oder Grafikprogrammierung ist es am schwierigsten, viele Bewerbungen zu bekommen, weil das so speziell ist, dass es halt nicht so viele gelernt haben und die werden halt überall gerne gesucht. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Insgesamt bekommen wir also sehr viele Bewerbungen, aber in einigen Bereichen ist es halt etwas schwieriger als in anderen. Ja, hoffentlich beantwortet das die Frage und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Geht schon wieder gut los hier. Hallo. Hallo.